Ja, das Dokument hast du sehr gut zusammengestellt. Das war harte Arbeit, oder Fukumaru? Gut gemacht. Ich atmete erleichtert auf, als meine Vorgesetzte Mari Tamuta meine Arbeit genehmigte. Puh, Gott sei Dank. Gibt es einen Grund, warum du so erleichtert bist? Ja, natürlich. Schließlich ist es ein ziemlich großes Projekt. Ist es das? Was soll das denn heißen? Weißt du, ich dachte, dass du vielleicht Angst vor mir hast. Überhaupt nicht. Wirklich? Natürlich. Wenn du das sagst. Hey, sollen wir heute Abend noch feiern gehen? Nur wir beide? Das liegt an dir, Fukumaru. Da ich kein Kind mehr war, wusste ich, was sie mit dieser Andeutung sagen wollte. Mein Herz pochte etwas lauter als normal. Marie war schön und nett, auch wenn sie manchmal etwas streng war. Sie war jung, aber eine vielversprechende Mitarbeiterin in unserer Firma. Viele Männer hatten ein Auge auf sie geworfen. Wenn ich diese Schritte auf sie zugehen würde, wäre es vielleicht möglich, ihr näher zu kommen. Nein, ich lasse es für heute Abend sein. Lade mich doch bitte zu einem anderen Tag ein, okay? Hör zu, Fukumaru. Ich werde das nicht als gesellschaftliche Höflichkeit auffassen, weißt du? Ich werde dich irgendwann noch einmal einladen. Klar doch. Heute Abend schaffe ich es einfach nicht. Warum nicht? Ich muss Überstunden machen, da ich noch andere Aufgaben habe, die ich wegen dieser Dokumente unterbrechen musste. Oh, tut mir leid, du hast recht. Wenn ich allerdings Überstunden machen soll, ohne etwas zu trinken, würde ich gerne mitkommen. Oh, was für eine wunderbare Einladung. Vielen Dank. Vielleicht sollten wir dann zusammen Überstunden machen. Ja, das könnte tatsächlich Spaß machen. Ich denke nicht, dass es Spaß machen würde. Ach, wirklich? Ja, das denke ich. Das habe ich zwar gesagt, aber zusammenzuarbeiten macht vielleicht doch mehr Spaß als alleine. Das ist das, was ich dachte. Am Ende musste ich bis Mitternacht arbeiten. Puh, ich bin so müde. Tja, ich fühle mich trotzdem gut. Das Gefühl, einen Stapel Aufgaben zu erledigen, hasste ich nicht. Ich muss wohl mein Alkoholverbot für heute Abend aufheben. Ich werde im Supermarkt ein paar Getränke und Snacks kaufen und ein Glas trinken, während ich zu Hause einen Film schaue. Genau das werde ich tun. Ich war ein alter Mann geworden, noch bevor ich es realisieren konnte. In diesem Moment, von irgendwoher hörte ich eine Frauenstimme. Es war eine Stimme, die ich kannte. Meine Beine bewegten sich instinktiv darauf zu. Wie gesagt, komm einfach zu mir. Ich lehne ab, ich habe kein Geld. Ich brauche kein Geld. Du kannst mich auch anders bezahlen. Ich kann das nicht tun, ich kann nicht. Warum nicht? Du bist nicht mein Typ. Mir gefällt das. Eine strenge Frau, die auch etwas unhöflich ist. Du bist genau mein Typ. Hä? Kaho? Was machst du da? Tsutomu? Habe ich dich unterbrochen? Dummkopf, komm schon, lass uns nach Hause gehen. Ich habe auf dich gewartet. Hey! Mein Freund ist jetzt hier, also gehe ich nach Hause. Entschuldige mich. Danke, dass du mich so lange unterhalten hast, während ich gewartet habe. Hey, was soll das heißen? Komm schon, mach einfach mit. Dieser Typ hat mich genervt. Ich verstehe. Du bist überhaupt nicht aufmerksam. Ich konnte den Mann hinter mir murren hören. Kaho ignorierte ihn, packte meinen Arm und ging los. Du kannst meinen Arm wieder loslassen, sagte ich, nachdem wir etwa 5 Minuten vom Park weggegangen waren. Ich weiß, ich sollte mich nicht länger an den Arm meines Ex-Freundes festklammern, nicht? Es ist schon eine Weile her. Ja. Das letzte Mal haben wir uns beim Abschluss in der Highschool gesehen. Es ist schon ein paar Jahre her. Wir sind jetzt beide erwachsen, was? Ich habe gehört, dass du nach Tokio gezogen bist, wusste aber nicht, dass du hierher zurückgekommen bist. So in etwa, vor ungefähr 6 Monaten. Was dich angeht, Tsutomu, ich wusste nicht, dass du hier einen Job gefunden hast. Mein Anzug passt mir nicht mehr, oder?
Absolut nicht. Er ist ausgeleiert und zerknittert. Halt die Klappe. Diese Frau, Kaho Mayuzumi, war meine Ex-Freundin aus der Highschool. Wir waren 2 Jahre zusammen. Eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass wir noch in der Highschool waren. Jedes Mal, wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, tauchen Erinnerungen auf, als wäre ein Lesezeichen dazwischen gelegt worden. Aber egal, wie schön diese Erinnerungen auch waren, schmecken sie jetzt einfach nur bitter. Nur weil unsere Liebe von heute auf morgen endete. Übrigens, Tsutomu, lebst du alleine? Ja, tu ich. Super, lass mich bei dir übernachten. Was? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Was hast du denn bis jetzt gemacht? Ich habe mich bei einer Freundin durchgeschnurrt. Sie hat mich rausgeworfen, weil sie einen Freund hat. Furchtbar, oder? Was ist mit deinen Eltern? Meinst du das gerade ernst? Sie starrt mich wütend an. Ach ja, stimmt. Kao hat kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Weißt du, du bist technisch gesehen eine Frau. Ich bin nicht technisch gesehen eine Frau, ich bin technisch gesehen eine Frau. Das meinte ich nicht. Nachdem ich Kao erklärt hatte, worauf ich anspielte, stieß sie ein verständnisvolles Geräusch aus. Hm? Du hast den Mut dazu? Du bist erwachsen geworden, nicht wahr? Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ich will damit nur sagen, dass du in der Highschool ein Weichei warst. Es sollte doch in Ordnung sein, oder? Ein Ex-Freund ist nach einem Vater der zweitsicherste Mann. Also, wo ist deine Wohnung? An der nächsten Ecke links abbiegen. Na schön, los geht's. Auch nach mehreren Tagen machte Kao keine Anstalten, aus meiner Wohnung auszuziehen. Heute Abend mache ich uns einen Topf zum Abendessen. In Ordnung. Oh, Tsutomu, warte mal kurz. Du kannst immer noch keine Krawatte binden? Das konntest du schon in der Highschool nicht. Ich erinnere mich noch daran, wie du meine Krawatte so gebunden hast. Stimmt, okay, perfekt. Danke. Jetzt geh. Jupp, bin dann mal weg. Solche Abläufe am Morgen gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Als ich in meinem Büro ankam, neigte Mari fraglich den Kopf. Fukumura, irgendwas an dir ist anders, oder sehe nur ich das? Hm? Wo denn? Ich meine, dass es dir in letzter Zeit gut geht. Richtig. Jetzt, da du es sagst, kann das durchaus stimmen. Dein Hemd ist nicht zerknittert, deine Krawatte sitzt und du hast keine zerzausten Haare. Du hättest mich damals warnen können, wenn es dir schon auffällt. Für mich war das keine große Sache. Du hast dich vor Meetings immer zurechtgemacht. Irgendwie fand ich es auch süß. Süß? So etwas sagt man doch nicht zu einem erwachsenen Mann. Ups, tut mir leid. Aber ernsthaft, warum? Ich habe einfach angefangen, mir mehr Mühe zu geben. Nachdem ich aufgehört habe, zu viel Zeit am Handy zu verschwenden, konnte ich mich mehr auf andere Dinge konzentrieren. Das war nur zur Hälfte gelogen. Wenn ich jetzt alleine war, verbrachte ich weniger Zeit mit meinem Handy als sonst. Hast du ein Selbsthilfebuch gelesen? Nein, habe ich nicht. Ist schon okay. Du bist jetzt in diesem Alter. Das beruhigt mich. Warum beruhigt dich das? Naja, ich dachte, du hättest eine Freundin oder so gefunden. Würde ich nicht so sagen. Aber Fukumura, du bist doch ziemlich beliebt. Auf keinen Fall. Du bist die Beliebte, Mari. Ach komm, so ist es nicht. Vielleicht hast du recht. Ich hatte schon lange keine Freundin mehr. Mari lächelte glücklich, nachdem ich das gesagt hatte. Oh, ich glaube, mir schmeckt dieser Eintopf. Wirklich? Dann ist ja gut. Oh ja, es schmeckt super lecker. Echt wunderbar. Übrigens, wir haben bald kein Toilettenpapier mehr. Kannst du auf deinem Heimweg von der Arbeit welches kaufen? Habe ich dir das Geld nicht dagelassen? War es nicht genug? Nein, es reicht. In Sachen Sparen macht mir keiner was vor. Kannst du es dann nicht kaufen? Gehst du nicht jeden Tag einkaufen? Ich möchte aber nicht, weil meine Tasche dann zu voll wird. Oh, na gut. Ich weiß, wir treffen uns morgen nach der Arbeit. Im Supermarkt? Ja, genau, im Supermarkt. Ist doch besser so, oder? Was für ein unromantischer Treffpunkt. Was erhoffst du dir von deiner Ex-Freundin? Ehrlichkeit.
Hey. Was ist? Wenn, nur eine hypothetische Frage. Wenn das, was auf der Highschool passiert ist, damals nicht passiert wäre, denkst du, wir wären dann immer noch zusammen? Bist du immer noch wütend? Nein, natürlich nicht. Es ist ja schon lange her. Dann hätten wir das geklärt. Ich wollte daran glauben, dass wir noch immer zusammen gewesen wären. Verstehe. Der Grund, warum Kaho und ich uns getrennt haben, war ein gemeinsamer Streit. Irgendwann passierte es. Kaho redete mit einer ernsten Miene und sagte, sie wolle mit mir Schluss machen. Was soll das? Warum sagst du das so plötzlich? Warum stellst du dir diese Frage nicht selbst? Im Ernst, ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Du hast mich betrogen, nicht wahr? Wie bitte? Ich hab dich gesehen. Ich habe dich nicht betrogen. Jungs haben immer Ausreden parat. Ich glaube dir nicht. Kahos Vater war jemand, der oft fremd ging und ihre Mutter weinte ständig deswegen. Aber egal, wie oft sie am Ende von ihm betrogen wurde und geweint hat, sie verzieh ihm jedes Mal. Aufgrund dieser Erfahrung fiel es Kaho schwer, Menschen zu vertrauen. Abgesehen davon hat sie eine sture Persönlichkeit. Nachdem Kaho diese Entwicklung gemacht hatte, glaubte sie niemandem mehr irgendwas. Weil ich das wusste, gab ich nicht auf. Enttäuscht trennten wir uns voneinander. Selbst eine tiefe, aufrichtige Liebe endete mit Enttäuschung. Ich mach mich auf den Weg. Oh, warte einen Moment. Was ist? Dein Mittagessen. Damit solltest du ein paar Dollar für das Mittagessen sparen, richtig? Du musst das nicht tun. Du musst wissen, dass ich viel Geld verdiene. Du bist so nachsichtig mit dir selbst. Du solltest Geld sparen, wo du nur kannst. Hey. Ja? Danke. Ich war vorher nicht ehrlich mit meinen Gefühlen. Die Wahrheit ist, dass mich das sehr glücklich gemacht hat. Gern geschehen. Viel Glück bei der Arbeit. Vielen Dank. Ach ja, und vergiss nicht, dich mit mir heute zu treffen. Keine Sorge, ist abgespeichert. Schon sehr früh am Morgen habe ich mich wunderbar gefühlt. Fukumura, du hast dich zu einem Bento-Box machenden Mann entwickelt. Hä? Warum bist du so verzweifelt? Hör zu, Fukumura. Männer, die viel zu perfekt sind, sind nicht beliebt. Es ist besser, an manchen Orten unbemerkt zu sein. Die Frauen fühlen sich sonst minderwertig. Oh, tut mir leid. Warum werde ich schon wieder zurechtgewiesen? Wie auch immer, die Bento-Box sieht köstlich aus. Da läuft einem glatt das Wasser im Mund zusammen. Möchtest du mal probieren? Was, darf ich? Aber nur ein bisschen, okay? Ich esse nicht so viel. Es ist köstlich. Das freut mich. Deine Frau wird einmal sehr glücklich sein, nicht? Nachdem ich das gehört hatte, musste ich an die Frau denken, die diese Bento-Box für mich gemacht hat. Möchtest du essen gehen? Als eine Art Dankeschön, dass ich kosten durfte. Wir essen doch gerade. Doch nicht jetzt, abends, zum Abendessen. Ich erinnerte mich an das Versprechen, was ich Kaho gegeben hatte und dachte darüber nach abzulehnen. Aber ich hatte schon beim letzten Mal Nein zu Mari gesagt. Gut, dann tun wir das zusammen. Super, ich freue mich darauf. Ich war mit dem Putzen fertig, habe Wäsche gewaschen, das Abendessen zubereitet und hatte sogar noch etwas Zeit. Als ich mich gerade entspannte, bekam ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy. Sie war von Tsutomu. Mein Vorgesetzter hat mich auf einen Drink eingeladen. Tut mir leid. Lass uns morgen einkaufen gehen. Ich war ein wenig wütend. Aber ich habe doch schon alles für das Abendessen vorbereitet. Meine Güte. Ich schmollte ein wenig, aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Das lässt sich wohl nicht ändern. Schließlich ist es wichtig, seine Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Außerdem hatte ich im Gegensatz zu früher in der Highschool nicht mehr das Recht, ihn von irgendwas abzuhalten. Okay, dann viel Spaß. Und senden. Dass ich sie zusammen gesehen habe, war ein Zufall. Wie damals in der Highschool. Dieselbe Situation. Tsutomu sagte mir, dass er an diesem Tag auch etwas Wichtiges zu erledigen hatte und sagte mir plötzlich ab. Damals war ich jung und habe ihm geglaubt. Allerdings dachte ich, dass jeder von uns etwas reifer geworden wäre. Es scheint so, dass sich nichts verändert hat und alles so wie früher war. Tsutomu schien hart zu arbeiten, also dachte ich daran, alleine Toilettenpapier zu besorgen. Als ich aus dem Haus ging, traf ich auf ihn. Es sah so aus, als hätte er sehr viel Spaß, mit einer jungen, hübschen Frau spazieren zu gehen. Ich fühlte einen Stich in meinem Herzen. Genauso wie in der Highschool.
Den Schmerz, den ich in meiner Brust fühlte, konnte ich klar zuordnen. Er hieß Liebe. Auch als wir uns getrennt haben und mehrere Jahre vergangen waren. Mehr als alles andere, sogar nachdem er mich betrogen hat, war ich noch immer die ganze Zeit in Tsutomu verliebt. Ich war genauso wie meine Mutter, die ich angeblich so sehr hasste. Nachdem ich mit Mari etwas trinken war, kam ich in eine dunkle Wohnung zurück. Es sollte eine vertraute Szene sein, aber ich hatte ein ungutes Gefühl. Dies sollte sich bestätigen. Schnell legte ich den Lichtschalter um. Aber Kao war nirgends zu sehen. Selbst ihre Sachen waren verschwunden. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, mich umzuziehen, als ich aus der Wohnung rannte. Ich rannte jeden Ort ab, den ich kannte. Der Park, in dem wir uns wiedergesehen haben. Der Supermarkt, in dem ich sie treffen sollte. Das Haus ihrer Freundin, wo sie eine Zeit lang gelebt hatte. Sogar das Haus ihrer Eltern. Kao blieb verschwunden. Der einzige Ort, der übrig bleibt, ist... Der Mond sah mir beim Laufen zu. Ich bin überrascht, dass du wusstest, wo ich war. Ich wusste es nicht. Ich habe überall nach dir gesucht. Dein Hemd, was ich gebügelt habe, ist voll von deinem Schweiß. Du musst es nochmal waschen und morgen bügeln. Kao war auf dem Gelände unserer alten Highschool. Sie konnte nicht hineingehen und saß allein in der Ecke des Campus. Ich kann das nicht mehr. Ich ziehe aus deiner Wohnung aus. Warum bist du so wütend? Ich bin nicht wütend. Doch, bist du. Bin ich nicht? Selbst wenn du bei mir ausziehen würdest, weißt du überhaupt, wo du hingehen sollst? Ich werde schon was finden. Es könnte wieder ein komischer Typ auftauchen und dich belästigen. Das wäre doch mal etwas Gutes. Kao! Du brauchst nicht so wütend auf mich zu sein. Außerdem tut es mir weh, mit dir zusammen zu sein, Tsutomu. Ich habe so viel Spaß und es macht mich glücklich. Aber meine Gefühle geraten nach so einer Kleinigkeit völlig durcheinander. Es ist jetzt egal. Lass mich in Ruhe. Du solltest einfach gehen und mit deiner hübschen Freundin zusammen sein. Freundin? Du musst nichts weiter sagen. Du bist heute Nachmittag mit ihr spazieren gegangen. Ich kann nicht glauben, dass du die Ausrede erfunden hast, mit deinen Vorgesetzten etwas zu unternehmen. Redest du von Mari? Ihr Name ist also Marie, hä? Ich weiß nicht, was du gesehen hast und was du da falsch verstanden hast. Aber diese Frau ist wirklich meine Vorgesetzte. Du musst das nicht mehr tun. Doch, ich muss. Es hat sowieso keinen Sinn, Ausreden für mich zu erfinden. Natürlich tut es das. Denn ich habe es immer bereut, anstatt mit dir zu reden, Ausreden zu erfinden. Bis heute hatte ich eine Nadel in der Brust. Hör zu, Kao. Du denkst zu viel nach, lässt andere nicht zu Wort kommen und hörst selbst nicht zu. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das musst du mir nicht sagen, das weiß ich bereits. Aber auch ich bin immer noch derselbe. Seit damals habe ich mich auch nicht verändert. Ich war immer in dich verliebt. Die ganze Zeit. Ich konnte in all den Jahren an nichts anderes denken. Was? Damals in der Highschool habe ich meine ältere Cousine gebeten, mit mir einkaufen zu gehen, weil ich dir das hier schenken wollte. Ich wollte sehen, ob es passt. Ich holte das Geschenk aus meiner Hosentasche raus, das ich in einer Schublade meines Schreibtisches verstaut hatte, und gab es ihr. Ich wollte nicht, dass sie es zufällig beim Putzen findet, also behielt ich es bei mir. Das ist für mich? Ein Geschenk zu unserem zweiten Jahrestag. Zu heutigen Verhältnissen ist es sehr günstig, aber damals konnte ich mir nichts anderes leisten. Ich dachte, du würdest dich freuen, aber du hast mir nicht zugehört. Du hast mich einfach verlassen. Ich war sauer und dachte daran, es wegzuwerfen. Aber da ich noch immer Gefühle für dich hatte, konnte ich es die ganze Zeit nicht wegwerfen. Aber ich meine, und was war dann mit der Frau von heute Nachmittag? Ich glaube, Mari mag mich. Nein, ich will ehrlich sein. Sie hat mir vorhin ihre Gefühle gestanden. Sie wollte, dass ich ihr Freund werde. Aber ich habe sie abgewiesen. Ich bin in jemand anderen verliebt. Sie denkt immer viel zu viel nach und ist egoistisch. Sie hört nie zu, ist süß und sehr gut in Sachen Haushalt. Ich bin seit der Highschool in sie verliebt. Ich war völlig außer Atem,
aber fühlte mich ein klein wenig besser. Kao, ich liebe dich. Ja. Deshalb möchte ich, dass du bei mir bleibst. Ja. Ich möchte nicht, dass du woanders hingehst. Ja. Kann ich dir vertrauen, Tsutomu? Ja, natürlich. Vertrau mir einfach. Ich habe dich nie betrogen und das werde ich auch nicht. Ich umarmte Kao ganz fest. Das ist etwas, was ich seit Jahren nicht mehr getan hatte. Weißt du was? Ich habe uns was zum Abendessen vorbereitet. Warum? Ich hatte dir geschrieben, dass ich heute Abend kein Abendessen benötige. Du hast sehr spät geschrieben und ich war zu dem Zeitpunkt schon mit allem fertig. Dann esse ich etwas davon. Ich wollte dir damit sagen, dass wir es auch morgen essen können. Ich habe aber jetzt Hunger, weil ich die ganze Zeit nach einer bestimmten Person gesucht habe. Ich werde davon etwas essen. Tut mir leid. Deshalb wirst du mir wieder dein leckeres Essen zubereiten? Heute, morgen, übermorgen oder für immer? Als ich heute auswärts gegessen habe, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, musste ich feststellen, dass es nicht so gut geschmeckt hatte. Ich habe deine Zunge wohl zu sehr verwöhnt, ha? Ganz genau. Also übernimm auch die Verantwortung dafür. Das werde ich. Ich werde jede Last tragen. Okay. Lass uns so zusammenleben. Nur wir beide. Für immer und ewig. Dieses Mal schwor ich, ihre Hand nie wieder loszulassen.